Perfekte Seite zum Stallen. Was ist das? Oh, Bro, was ist das für eine Scheiße, Digga? Digga, what the fuck, Alter? Das war ultra laut. Digga, what the fuck? Radiosender, oder? Ah, warte mal. Kann man Radiosender der Welt da einfach sehen? Kann ich jetzt auf irgendwo hingehen und einen Radiosender abchecken? Warum nur an der Oberfläche kratzen? Bei einem Atemwegsinfekt ganz dünnes Eis. Digga, Wildo! Das ist Radio KW! Digga! Hier komm ich her, Chef! Okay, was ist hier? Wir könnten unseren Säkulativpreis so bewerten. Gemeinsam noch günstiger. Schaffhausen. Oder was geht da ab? Persone sono state uccise in un attacco delle forze armate israeliane. Secondo Hamas, il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra è arrivato. Okay, was ist das hier? Lyon. Oh! Digga, französische Kollege, Alter. Digga, wo bin ich jetzt gelandet, Alter? Oh mein Gott, Bro. Ist das krank, Digga. Macht extrem Spaß. Tja, wo sollen wir hingehen? Was hören die in Afrika? Ich weiß nicht, welche Länder wir haben. Hier müsste Marokko sein, oder? Okay, die hört anscheinend gar nichts. Was geht hier ab? Mit der Richt 23. Oktober 2023. Aber was geht hier ab? Ist das Madeira? Das ist Madeira, Bro. Warum schreibt ihr Fragezeichen? Hä? Das ist Madeira. Seid ihr dumm? Er steht sogar hier. Hä? Seid ihr dumm? Wo dachtet ihr, dass Madeira ist? The fuck? Seid ihr dumm? Okay, wir gehen mal. Ich will mal wissen, was in Südafrika läuft. Was läuft hier? Kennst du das Game in Kapstadt? Ist total geil. Yo! Ukuthi noma kwakumnyama igiphithe lonke kodwa kwakukhanye egosheni thina njengabantwana bakaNkulunkulu sibiselwe ukuthi silidzine izwi likaNkulunkulu siligcine noma kungekho fashionable ukuligcina izwi likaNkulunkulu uthi kuleli bandla isizathu esenze ngimisa umnyango ovuliwe ongena Jy luister na Bok Radio. Neem ons aan voor hoe kool jy gaan. Bok Radio. Das ist nicht Afrikaans, oder? I don't know. Net vir jou. Jemand hat gefragt, ob ich einen Airstrike plane. Bro, wir hören einfach Radiosender. What the fuck, dog? Bro, schau mal in Nordkorea. Es ist halt jetzt hier nicht so genau verlinkt. Es müsste so... Ich weiß nicht, ob das Nordkorea ist. Ja. Ist das hier auch noch Nordkorea? Nee, das ist Süd. Ja, ey, geil aus, weil ein Radiosender auf jeden Fall in Korea. Sowohl Nord als auch Süd geht ja überhart. Okay, was haben die hier in... Ist das hier Vietnam gerade? Bin ich richtig? Ja, ne? Das müsste Vietnam sein hier. Digga, Vietnam hat keine Radiosender? Bro, what the fuck? Digga, die haben keins. Okay, lass nach Japan gehen. Digga, ich bin gerade lost. Wo ist Japan? Ich bin ganze Weekend in Wien. Kannst jemand empfehlen, der mir was vom Fettelokout abchecken kann? Philippinen. V. Digga, hart. Ach, hier, Bro, ja, holy shit. Koka. Die Station hieß Koka. Ich will unbedingt mal nach Japan irgendwann. Ich stell's mir übertrieben, gell? Okay, das geht nicht. Was ist hier? Okay, jetzt gehen wir nach Amerika. Warte, ich versuche mal Texas zu hitten. Ich glaube, ist das hier Austin? Ja, Dallas. Stop paying full price at the pump. Download Upside, the free app that gives you cash back on every gallon of gas you buy. Digga, das ist crazy. I don't need your war machines. They're fresh though, spit artistic, vivid like a fresco. Before the people wanna gas in your Texaco. Ich will so Werbung hören. Stop paying full price at the pump. Download Upside. Das ist so Online-Radio. Das kommt immer, wenn man den Streamer macht. Das hatten wir mal bei irgendeinem Spiel, wo man so einbinden konnte. Das kommt immer, wenn man den Streamer macht. Code Sky to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. That's Code Sky. By the way, no cognitive test needed for this president. He had his physical. Doctor, tip-top shape. 81-year-old man, great. Oh, yeah. Well, Gates a little stiff. Got some spine.
Houston. Wo ist Austin, Chef? Ist das der Austin? Ah, ja. His old band is called The Come Latelys. Long, okay. Long ago. The next one. Mama loves you too. She thinks I made the right select. Oh my, because I found myself a cheerleader. Digga, crazy. Das ist so funny, Mann. Wo können wir noch hingehen, Chef? Was ist denn, gehen die Domrap? Boah, ich weiß nicht genau, welches Domrap ist. Ist das hier Domrap? Abgefahren günstig. 15 Hot Wings und 2 große Pommes für nur 15 Euro. Der Drive-Thru-Deal nur bis zum 4.3. Nur bei KFC. Legendär lecker. Bro, was? Digga, was geht da drüben in der Domrap, Alter? Digga, Domrap gekündigt. Ey, mein rechtes Ohr feiert doch übertrieben brutal. Bro, kommt das jedes Mal, wenn der Dinger klingt? Nee. Bro, schau dort mal in Nordkorea, WTF. Hab ich schon gemacht, aber das war nur ein Sender. Drop doch jetzt endlich. Mein Bro ist nicht Fortnite, Digga. Was sprechen die für Spanier in der Dominikanischen Republik? Ist das Französisch? Spanisch? Ah. Okay, warte, jemand meinte, ich soll nach Luxemburg gehen. Das ist schwer zu nailen, weil hier gibt es keine Ländergrenzen, Bro. Kann man das vielleicht einstellen? Также необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические... Oh, warte, wir sind auch ein bisschen weit östlich, Digga. Hier irgendwo müsste es sein, oder? Ah, jetzt noch Aachen? Okay, ja. Sich verfolgt, Erinnerungen stimmen nicht mehr. Ihrer Tochter ist sie fremd. Was also ist da los? Wer die 8 Folgen lang durchhält, und das tut man schon deswegen, weil es spannend und geheimnisvoll ist, der bekommt eine Auflösung, die einige wahrscheinlich schon früh geahnt haben. Das ist Belgien. Digga, Belgien ist auch krass auf diesem EDM-Film, oder? Ist der nicht Tomorrowland auch manchmal? War das Belgien? Manchmal, ah, okay. Okay, was läuft hier? Belgien? Wo ist Luxemburg, Bro? Es müsste irgendwo hier sein. Hier ist das. Belgien, Digga, wo ist Luxemburg? Da war doch Aachen, wir waren doch... Digga, warte mal ganz kurz. Was geht denn in Euskirchen, Digga? Ah, nee, das hier war's. Nürnburgring. Hey, warte mal, welcher... Das haben wir in Südafrika bei Afrika. Teil dir jetzt tierisch günstige Angebote mit dem Fressnapf-Preiskraller. Diese Woche Gourmet-Gold-Katzennahrung in der 85-Gramm-Dose für je nur 44 Cent statt 65 Cent. In teilnehmenden Märkten und auf fressnapf.de. Luxemburg. Fressnapf, alles für dein Tier. Digga, die sind auch noch auf ihrem Jodelfilm, Alter. Bester Sender. Bro, was ist das? Bermuda? Dr. Dick's Dubcheck? Digga, was ein random Ort einfach, oder? Dieses Leben, wenn man da ist. Bro, das ist doch safe ganz anders als bei uns. Junge, wie random, Alter. Digga, das muss ich einfach wie andere Planeten, Mann. Guck mal, das ist am Arsch der Wildschein. Okay, was hört ihr hier am Nordpol? Gibt's hier irgendwas? Was ist das hier, Island? Og fyrstu gestir tók að streyma inn leið og það opnaði. Hvað spengið þið það fyrir spara, chat? Allt frá svona 10 til 500. Svo tala hefur verið rætt, þetta svona Gibt es Íslendur? Það sem þig? Við auglistum viðbyrjun opinn fangu til að matur þar. Hvað er það fyrir land? Hvað heist þið af deutsch mal? Diese Faroe-Inseln? Hvað heist auf deutsch? Boah, da sind so Lieder, die Musikunterricht gepumpt wurden. Okay, wir gehen nochmal Deutschland. Was ist das hier? Cologne. Digga, Togo Radio. Digga, am krassesten sind immer noch Bilder. Digga, das ist KW Radio. Boah, das ist einer der Lieblingsfilme von meiner Mom gewesen früher. Ja, Radio SKW. Bro. Einfach gute Musik. Fucking Kiddies aus der Hause, Chat. Fucking Kiddies aus der Hause, Bro. Geh mal nach Frankfurt. Ist das hier Frankfurt? Nee, das ist Leipzig. Also, nee, aber fuck. War nicht mal close. Cuyo contenido. Prueba lo absurdo de todo. Ist das nicht doch Deutschland, Bro? Wie bin ich schon in Spanien? Y el gremio sacerdotal. Ah, hier, oder? Kassel. Göttingen. Wo ist Frankfurt, Bro? Halt mich einmal ein. Hä? Da war ich doch. Abgefahren günstig. 15 Hot Wings und 2 große Pommes für nur 15 Euro. Der Drive-Thru-Deal nur bis zum 4.3. Nur bei KFC. Legendär lecker.
Mann, Junge, der geht immer, der geht immer. Oh mein Gott. Man kann Tower abhören am Flughafen. What the fuck? Vertrau, such mal nach Spinning Seal. Spinning Seal FM in Schweden. Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? Schau Albanien oder Kosovo. Ich glaube nicht, dass es Kosovo Radio gibt, oder? Ach ja. Ata Augustinit i duhet vlerëson të shëntrinë Padre Pios. Kështu i kishte shkruar letër në gjuhë të cilën ky fundit nuk e njehte. Chat, wo sind meine Albos? Wo sind meine Albos im Chat? Wanna give you it all, but can't. Oh, da müssen wir ganz kurz einmal auf TikTok moven. Mark, wir machen heute wieder was im Treppenhaus. Mach schnell. Banger. So ein Banger. Wir sind Albaner. Wir sind Albaner. Vertrau, such mal Spinning Seal FM Zirkelhut. Oh Mann, ey. Radio U1 Tirol Österreich geht immer hart, vertrau mir. U1 Tirol. Und uns fehlt der Plan. Boah, im hart. An. Ja, check ich. Vor Leidenschaft verbrennen, wir hören nicht zu, sind unrasiert. Bro, was? Gefühlvoll und romantisch. Digga, was? Wir Männer sind so wie wir sind. Mal ziemlich cool und mal durch den Wind. Und dass wir Fußball statt nem Liebesfilm sehen, das müssen Frauen nicht verstehen. Ja, ja, die Weiber, wa? Immer schon so. Die Weiber. Hör mir auf, ey. Bro, das ist so Loki Digimon-mäßig. Das stimmt. Das ist so. Das ist wirklich so Digimon-mäßig. Was geht hier ab? Können wir noch irgendwo hingehen, Chat? Oh ja, wir müssen nach UK. Oh mein Gott, klar. Und das sagst du es auch einmal. Wo ich da noch alle reden, nicht sächsisch, oder? Das ist das gleiche mit Radios, nur mit Flughafentowern. Ja, aber was ist das? Aber was hört man da? Nein, da gibt's nicht. 2019, sir, left at Alpha Cross, runway 24 left, and then contact ground 0.65. Thank you. Boah, das ist irgendwie mega chillig, oder? EDDB, was ist das? Was ist das? Was ist EDDB? Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Classic, bro. Fucking classic. Alright, ich will noch mal ein, zwei UK-Dinger. Wir müssen eigentlich aufs Dorf gehen. Ich glaube, das ist das Lustigste. ...of the tone. And it is by the Swedish Railway Orchestra. Sort of a cheap hotel. We'll drive up Friday morning and start danke on Friday, nice basically, and hopefully be finished by Saturday. Saturday lunchtime. Dann, and then a nice trip back. I've got quite a bit online about doing it because people have done it before, and I was looking last year. Was läuft hier? Ist das hier noch UK? Was ist das? Okay, wir müssen nach Indien, Chat. Aber wir müssen kurz vorher noch droppen. Banger. Ich hatte letztens einen indischen Uber-Fahrer und wir haben voll viel über Indien gesprochen. Er meinte, man muss unbedingt mal hin, das ist übelst geil da. Und er hat uns erzählt, Digga, was haben die, Junge? Minus 20 dB. Und die meinten, dass so indische Hochzeiten mega groß sind und so. Der war cool. Eine random Story, die juckt eigentlich nicht. Du willst das Leben gigantisch erleben und deinen Lieblingspodcast hören, wann immer du willst? Dann hol dir jetzt die gigantischsten Aldi-Talk-Kombi-Pakete aller Zeiten. Bro, Aldi-Talk in Indien ist krass. Zum Beispiel das Kombi-Paket L mit 30 GB. Oder das ist indische Gangnam-Style. Digga, ist das ein goofier Sound gewesen, Bro? Digga, Blumen drüber, holy. Dein Job kann manchmal ganz schön eintönig sein. Und du willst, dass deine Karriere so deutsche Werbung, Junge. Dann ist es Zeit für eine neue Melodie in deinem Arbeitsleben. Der Cut wird gleich so hart, wenn es vorbei ist. Mit Kununu findest du Arbeitgeber, die auf einer Welle mit dir sind und dir bei Gehaltsverhandlungen wirklich zuhören. Über 10 Millionen Erfahrungsberichte anderer Menschen helfen dir dabei, den passenden Job zu finden. Erst Kununu, dann bewerben. Mach den ersten Schritt zu deinem Traumarbeitgeber auf kununu.com.
Du willst das Leben gigantisch erleben und deinen Lieblingspodcast hören, wann Nein! immer du willst? Dann hol dir jetzt die gigantischsten Aldi-Talk-Kombipakete aller Zeiten. Zum Beispiel das Kombipaket L mit 30 GB inklusive 5G für nur 18,99. Und das Beste? Bis zum 15.05. gibt es zusätzlich 10 GB gratis nur in deiner Aldi-Talk-App. Weitere Infos findest du auf aldi-talk.de. Aldi. Gutes für alle. Was eine Scheiße, ey. Was eine Scheiße, Bro. UK-Radio hat mich daran erinnert. Buckingham Palace just announced that Her Royal Majesty Queen Elizabeth is dead. Digga, imagine, das wäre so echt, Bro. Das ist kacke, Digga. Das ist kacke. Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh. Mein Gott, das kann nicht echt sein. Vision, problem, please. Talk, please. I have a confession. I am yes, a Christian, but I'm gay. Hey! Impossible ist krass. Impossible ist krass, Digga. Oh mein Gott. Impossible, Digga. Vision, das Ding ist eigentlich, ist es nicht funny, Bro, you know, aber. Ich meine, ihr checkt schon. Der hier geht hart. Russland. Nee, wait, das ist noch Indien. Wir sind noch nicht in Russland. Boah, Final Countdown, Bro. Final Countdown in Russland ist crazy, Bro. Okay, Bro. Radio Gute FM. Okay, Bro. Okay, der ist crazy, Bro. Da gehen wir mal schnell weg, Leute. Da gucken wir mal, was die restliche Welt macht. Eigentlich läuft gar nichts. Top. Ist das Thailand hier schon? Myanmar. Müsste doch irgendwo Thailand sein, oder? Ja, hier. Das läuft nicht. Was ist das hier? Bangkok? Man, als du das mal bin, Imam. Dann kann ich ja an, alle Flammen, was ja da. Bruder, man hört jedes Schmatzen von. Was haben die für Mikrofone? Was so kommst ab da, die Song, checkst du, oder so, Rem, mal bin Imam. Dann kann ich auch, dann alle Flammen, was ja da. Aber ich mein, Brasilien könnte hart gehen. Ja, das ist true. Fang mal an, man kann ich bin. So Sao Paulo oder so? Ist das hier Sao Paulo? Da läuft Popcorn-Maschine. Besser Sender? Ja, das hatten wir gerade schon, LAX. Das ist der Flughafen-Tower, glaube ich, oder? Ist das das, was wir vorhin hatten? Ich glaube schon. Warte mal, jetzt bin ich bei irgendwas anderem, Digga. Jetzt. Hält das aber anders. Könnte dir eher gefallen. Keine Ahnung, ob du es schon gesehen hast. Bro, ich glaube, es ist eine krass unpopular Opinion. Sie ist auch krass verzerrt von mir, weil ich halt nur zum Urlaub da war. Aber ich glaube, ich würde voll gerne in L.A. wohnen. So it's just like we're seeing these enormous swings in share prices based on, you know, are you going to be relevant in the weight loss drug era? Are you not going to be relevant? So I think it's tough for Weight Watchers when, you know, an announcement where Oprah puts out a press release saying she's not going to join, you know, be on the board. And it's got on Weight Watchers, you know, hammered. Madison, go to Viking, though, because, and I'm glad you brought that up, because it does feel like every week or something we're looking at a different company. Right. What do we know about that company and kind of their potential role in all of this? Yeah, I mean, we were looking at that company the other day. I think there's something like 37 employees. Really phase two data that we're talking about, so it still has a long way. Colonia Friesland. Does it raise the question that the moat that a company like Eli... Weiß nicht, wenn ihr einen Link schickt, ob das richtig ist. Radio Friesland. Digga, das ist in Paraguay. Ist das so koloniemäßig oder so? Was war da mal, war das mal back in the days? Waren wir da mal damals da vielleicht? Viele Auswanderer? Ich glaube, es ist etwas anderes, oder? Ich meine, es heißt Colonia Friesland. Also wahrscheinlich Kolonie, oder? Warte, was ist das? Das sind so rechte Kolonien. Da sind die Impfgegner und die Corona-Leugner hingeflohen. Na, das ist Cap, oder? Ist das true? Ja?
Google. Polonia, Friesland. Man findet irgendwie nichts Richtiges dazu. Da findet man nur irgendwelche goofy Sachen. Bro, what the fuck, Alter? Hochrangige Nazis sind dahin nach dem Krieg, um sich zu retten. Argentinien, ein begehrtes Fluchtziel von NS-Verbrechern. Bro, what the fuck? Alter, das wusste ich nicht. Holy shit. Das ist crazy. Ich habe letztens einen TikTok-Kommentar gelesen, da stand so, ich bin rechts, aber ich feiere trotzdem Pop-Platte. Und dann meinte einer so, ich auch, aber bei Henno hört der Spaß auf. Oder irgendwie so. Bro. Das ist aber wild. Ich war nicht stark. Auch Russland hier? Ja, aber Mucke ist gut. Mucke ist gut. Ich will Loki noch ein, zwei Dinger hier in Sachsen mir anhören. Kulmbach, Junge. Meint ihr, wir haben gerade einen Zuschauer aus Kulmbach? Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50%. Meint ihr, jemand aus Kulmbach guckt gerade? Neu. Ich meine, statistisch gesehen vermutlich ja. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2. Digga, warum habt ihr den Schlüssel? Warum sitze ich auf einmal in meiner Wohnung? Holy shit, ich bin ultra erschrocken gerade. Pika, what the fuck? Ey, Miguel, wo kommst denn du her? Wie heißt denn der Ort, wo du herkommst in UK? Also, wo deine Family wohnt und so. Bournemouth. Wie? Bournemouth. Bournemouth. Wie schreibt man? B-O-U-R. Ja, Bournemouth quasi geschrieben. Genau, ja. Okay, okay. Gibt's da einen Radiosender, den du cool findest? Zum Beispiel Nerf FM? Nee. Ich höre gerade Radiosender der Welt an. Kiss FM ist ganz geil, aber das kennst du. Kiss FM? Ja, aber das ist. Also Kiss FM ist aus Berlin auf jeden Fall. Sega crazy, ey. Ey, hier heißt sogar ein Radio heißt sogar Dorset, Bro. Wegen deinem Dad? Nein. Nein? Nein. Das ist ja crazy, what the fuck? Digga, what the fuck? Digga, läuft sogar Banger. Holy shit. Das war crazy. Also, ne, Miguel's Dad. Miguel hasst es, wenn ich das abbringe, aber das hier ist Miguel's Dad. You know? Digga, hasst das, aber Digga, das ist ja crazy. Und der heißt halt auch so. Und das ist ja krass, wenn das, und, you know? Schranz FM aus Rostock, Digga. Ah, lädt leider nicht. Warte, vielleicht, wenn ich nochmal so mache. Aber es ist schon ein großartiger Schriftsteller, muss man mal sagen. Auch seine Lyrik ist erstaunlich, zwar nicht kitschunfrei, aber... By the way, Chad, Miguel baut kurz IRS-Setup auf und dann geht's in den Wald. Also es geht gleich los, Chad. Ich hab ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Wolltest du was über Kulmbach wissen oder wieso wird nach mir gefragt? Nee, Digga, ich einfach nur random. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Bei einem Wir könnten unseren Segmüller Tiefpreis so bewerben. Ich habe gerade diese Alle Produkte immer günstiger als jede Rabattaktion der Konkurrenz. Machen wir diesmal aber nicht. Denn unser Segmüller Tiefpreis überzeugt auch ohne Tamtam. Nur einer von vielen Vorteilen. Was ist das für eine Scheißwerbung? Um was ging's gerade? Was ist das für eine. Für was war das? Was war das Produkt? Bei der Arbeit oder auf dem Weg in den Feierabend. Es läuft, wenn Ostseewelle läuft. Ostseewelle! Digga, das ist der falsche Sender. Boah, das ist ein Banger, holy shit. Bro, ein Homie von mir, der beim Dating viel Wert auf Intelligenz bei den Mädels legt, meinte, dass er letztens eine gedatet hat und ich lieg ein bisschen damit. Ich lieg ein bisschen damit. Wer es ist, glaube ich. Egal, scheiß drauf. Und der kommt halt aus Lübeck. Und er meinte dann so mäßig, dass er halt aus Lübeck kommt und dass es an der Ostsee ist. Und dann meinte sie so, ist die Ostsee rechts oder links? Dann meinte er so, Digga, da war schon vorbei. Da war schon over.